Guten Abend. Ich muss mich korrigieren und ich liefere die Berechnung für das Thema, das Arktiseis schmilzt und keine Angst. Es geht um einen Kanalkommentar und zwar, was mich ein bisschen gewundert hatte. Ich schrieb dann interessant, vor einer guten Stunde fragte man mich höflich, gab dann wieder anständig zu bedenken. Ich antwortete ebenso höflich und anständig, sah nach, ob es noch Fragen gäbe und der gesamte Kommentar und sein Verlauf sind futsch. Im Spam nichts zu finden. Hier das Zitat des ersten Teils. Ich möchte das nicht alles vorlesen. Jedenfalls kam mir das dann ein bisschen seltsam vor, weil wir hatten ja in den letzten paar Tagen mächtig viel mit Spammern und ähnlichen Trollen und ich sage gerne Ratten dazu zu tun. Natürlich nicht die, die hier ganz normal schreiben, so wie dieser Toni Karlowski. Also das täte mir wirklich, tut mir jetzt wirklich leid. So, und dann antwortete Elke Faber, ich habe das auch gelesen, halte den für einen feigen Troll, unsere Wahrheit, haha und so weiter und so fort. Nein, das kann ich nicht mehr so gut heißen. Das war Mist. Ich habe Mist gemacht. Ich habe mich sehr gewundert, denn ich bekam dann später eine E-Mail. Dann hatte ich nochmal einen Text teilweise und da hat er sich dann etwas böser und immer noch böser geöffnet. Naja, und ich schrieb dann auch noch überflüssigerweise, man erkennt wirklich die Schweine am Gang. Ich werde das jetzt hier löschen. Peng. Das gibt's also nicht mehr. Das, was ich eben gerade vorgelesen habe. So, ob das nun ein Stalker ist oder alles Mögliche, ne? Das sind solche. Ach so, pardon, habe ich auch für gut geheißen. Das müssen wir weglassen. Ich werde hier drunter, hier unter diesem Kommentar, dann den Text vielleicht noch kopieren, ich überlege, aber ich lese euch den Text mal vor, denn ich bekam eine E-Mail und ich habe die E-Mail-Adressen rausgelassen. Also, lehnt euch zurück, das kann ein bisschen dauern, aber für Entschuldigung muss Zeit sein. Am 3. September um 7:22 Uhr, Toni Karlowski schrieb: Sehr geehrter Köhler, da Sie sehr gute Mathematik-Videos auf Ihrem Kanal erstellen, habe ich mir Ihre Beiträge in der Vergangenheit sehr oft angesehen. Ich muss sagen, dass ich schon recht beeindruckt war. Vielen Dank. Sage ich jetzt. Weiter. Da Sie eine Schule aufbauen wollen und sich zudem immer mehr mit den Maßnahmen in Bezug auf Corona kritisch auseinandersetzen, hatte ich mich entschlossen, auf Sie zuzugehen. Ich war gegenüber der Querdenkerbewegung recht skeptisch, trotzdem habe ich mich wiederholt mit deren Thesen und Ansichten befasst und musste feststellen, dass vieles von dem, nicht alles, aber vieles, sich auch mit meiner Kritik an unserem Staat deckte. Ich finde, wir sollten alle aus diesem Text auch was lernen, denn es sind nicht immer alle so. Ja, so voll dagegen und aufgewacht und wissen schon immer alles. Manche Leute brauchen manchmal Zeit. Ich halt, das sind ja keine schlechten Menschen deswegen. Gut, weiter im Text. Da Sie nun wegen Ihres Videos in Bezug auf das Wasser mit den Eiswürfeln in der Kritik standen, dachte ich mir, dass ich auf diese Weise Kontakt zu Ihnen aufnehmen könnte. Mein naiver Glaube, Anmerkung, per YouTube-Kommentar, ne? Weiter. Mein naiver Glaube beruhte auf der Annahme, dass Kritik innerhalb der Querdenkerbewegung erwünscht ist und Schwarmintelligenz gefragt ist. Aber dem ist wohl nicht so, leider. Ja, das sieht manchmal so aus, weil ich sie verkannt habe. Trotzdem muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, da ich niemanden beleidigen will und wollte. Ich habe da gestern gegen einer meiner eigenen Grundsätze verstoßen. Sorry. Ich nehme somit meine gestrige von mir geäußerte Kritik an Ihrer Person hiermit vollumfänglich zurück und entschuldige mich aufrichtig bei Ihnen. Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an. Ja, natürlich. Zum Schluss muss ich Ihnen mitteilen, dass das mit meinem Versuch des Widerstands in Ihrer Bewegung gewesen ist. Ja, leider. Ich muss feststellen, dass Kritik üben an meinen internen Strukturen sowie an inhaltlichen Themen sowohl auf der anderen Seite noch nicht, noch auf Ihrer Seite nicht möglich ist, also auf keiner Seite Kritik üben. Naja, das sieht so aus, weil ich es verkannt habe. Weiter im Text, macht ihr alle, was ihr nicht lassen könnt. Ich für meinen Teil bin da raus und möchte weder von Ihrer Bewegung noch von den anderen etwas wissen. Ja, das ist bedauerlich. Politik ist halt nicht mein Ding. Ich habe es versucht, da ich viele Kritikpunkte, die ihr an unserem Staat anprangert, teilweise auch berechtigt empfinde. Aber wenn man sich immer nur kritiklos auf der einen Seite, wie auch auf der ihren, engagieren und äußern darf, dann ergibt das für mich keinen Sinn. Verstehe ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und erstellen Sie weiterhin tolle Videos über Mathematik. Das können Sie echt gut. Danke. Ich werde mir diese ab und zu mal ansehen. PS,
Wenn Sie es wünschen, dann stelle ich diesen Text auch auf Ihren YouTube-Kanal online oder Sie veröffentlichen diesen selbst, aber fragen Sie mich bitte vorab. Danke. Noch eins. Die erste Löschung meiner Kommentare war wirklich ein Fehler bzw. Panne von mir, da ich mich mit YouTube einfach nicht auskenne. Das schrieb alles Toni Karlowski. Donnerwetter, alle Achtung. So, ich antwortete dann, 12:09 Uhr. Sehr geehrter Karlowski, ich nehme Ihre Entschuldigung an und, weil es mir zu ausgefallen erscheint, nur dafür ein extra Video zu erstellen, schreiben Sie den kompletten Text unter den betreffenden Kommentar. Lassen Sie aber unsere E-Mail-Adressen weg. In meinem nächsten Video werde ich dann gleich zu Anfang darauf hinweisen und mich bei Ihnen öffentlich entschuldigen, wenn Sie den Text nicht abermals gelöscht oder nur geändert haben. Freundliche Grüße von mir, Ben Köhler. Ich sage das jetzt hier nochmal ausführlich. Ich entschuldige mich bei Ihnen, Herr Karlowski. Das tat mir wirklich leid. Ich hatte Sie aufgrund der vielen Spammer und Trolle und anderen Ratten wirklich mit in diese Kategorie eingeordnet. Das tut mir wirklich leid. Ich bitte Sie um Verzeihung. Dann kam noch eine Antwort. Ziemlich schnell, 12:59 Uhr, von Toni Karlowski an mich. Sehr geehrter Herr Köhler, mein aufrichtiger Dank ist Ihnen sicher. Es gibt da nur ein kleines Problem. Mein Handy macht Kuckuck. Nein, es gibt da nur ein kleines Problem. Ich hatte gestern so die Schnauze, Entschuldigung für die Wortwahl, voll gehabt, dass ich meinen Account komplett gelöscht habe. Das Einfachste wäre, wenn Sie meinen Text so nehmen und diesen unter Ihren Video setzen, unverfälscht, ohne unsere E-Mail-Adressen. Ansonsten müsste ich einen neuen Account erstellen. Das klappt wahrscheinlich nicht so einfach mit demselben Namen. Keine Ahnung. Wie schon geschrieben, ich kenne mich YouTube nicht sehr gut aus. Ein schönes Wochenende, trotz alledem, Toni Karlowski. Finde ich anständig. Gut. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen in Spektrum der Wissenschaft zu diesem Artikel. Ich lese es jetzt nicht alles vor, nur erstmal das Grüne, was richtig ist. Es geht um Eiswürfel in Salzwasser. Aber wegen dessen größerer Dichte, also wegen des Meerwassers, wegen der größeren Dichte beim Oberflächenwasser der Meere sind es im Durchschnitt 1,026 Gramm pro Kubikzentimeter, ist das verdrängte Volumen geringer, nämlich etwa 9,7 Kubikzentimeter. Der Würfel ragt also ein wenig weiter heraus. Ja, das stimmt. Das ist alles richtig. Wenn er schmilzt, fügt er der Flüssigkeit, also dem Salzwasser, trotzdem seine ganzen 10 Kubikzentimeter Wasser hinzu. Ja, das stimmt auch. Weshalb das Volumen um knapp 2,6% wächst? Nee, das stimmt nicht. Und der Spiegel entsprechend ansteigt. Das ist die Schlussfolgerung, die dann falsch ist. Jetzt meine Kurzantwort und ich zeige dann schnell die Berechnung. Ja, aber mit den 10 Kubikzentimetern ist der ehemalige Eiswürfel, wenn es schon geschmolzen ist, schon ausgewachsen. Besser, er ist auf 10 Zentimeter geschrumpft. Denn vorher war das Eisvolumen 1,09 Kubikzentimeter, wovon 0,97 Kubikzentimeter unter der Oberfläche schwammen. Diese 10 Kubikzentimeter sind nun im Wasser und verdrängen 10 Gramm Meerwasser. 10 Gramm Meerwasser, wie vorher auch. Es könnte jetzt immer noch verwirrend sein und die Leute, die daran zweifeln, werden sich wahrscheinlich diese Textstelle immer wieder durchlesen oder anhören, auch durchlesen. So. Und dann wollte ich eigentlich schreiben, die Frage nach der Berechnung zum Versuch treibt ganz schöne Blüten und so weiter. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber jetzt, wir nehmen ein Kilogramm, ich übertreibe jetzt mal richtig für die Berechnung, damit es anschaulicher wird, damit man kleine Fehler schon sieht. Wir nehmen ein Kilogramm flüssiges, und zwar zu 4% salzhaltiges Meerwasser mit einer Dichte von 1,03038 Kilogramm pro Liter, pro Kubik, Dezimeter könnte man auch sagen. Bei 0 Grad Celsius, also nicht diese Dichte hier, die liegt ungefähr bei 25 Grad Celsius, sondern ich nehme richtig 0 Grad Celsius und ein Kilogramm Süßwassereis, also zweimal ein Kilo, damit das richtig auffällt, mit einer Dichte von 0,92 Kilogramm pro Liter und tun alles zusammen in irgendeinen Behälter. So, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir die Formel des Schwimmgleichgewichts nehmen und erhalten tatsächlich, so wie hier auch, ne, diese 9,7 rund Kubikzentimeter hat er in Kubikzentimeter hat er gerechnet. Aber es ist ein Eintauchvolumen. Das heißt, das, was unter der Oberfläche ist, nämlich 0,97051888 Liter, die schwimmen dann in dem einen Liter Salzwasser und verdrängen also 0,97 und so weiter Liter. Ich habe diese Formel hier umgestellt, mehr nicht. Eingesetzt. Die Dichteangaben, die kann ich hier in diesem Fall Doppelbruch wäre nötig, ist gar nicht nötig, weil ich die komplett rauskürzen kann.
Ne? Dichte durch Dichte, Einheiten durch Einheiten fallen weg. So, und hier hinten natürlich das Volumen. Ich habe das Gesamtvolumen des Eises, was ja auf 1,08696 Liter angewachsen ist, genommen und eingesetzt. So, gut, bis dahin. So, errechnet man jetzt das Eintauchvolumen des geschmolzenen Eises, erhält man also diese 0,9 und so weiter. Das Süßwasser taucht also, ja, so viel weniger, dass hier Delta V, also der Unterschied der Volumina, ist minus 0,00004159 Liter. Warum? Nochmal. Bei 0 Grad jeweils. Hier ist es noch Eis, dementsprechend auch das höhere Volumen. Und hier ist genau bei dem Umkipppunkt 1,00016 Liter Wasser draus geworden, also weniger. 1,00016 und hier das. Ich habe also weniger Volumen, was im Wasser ist. Neues Wasser. Wir tun mal so, als wenn sich das noch nicht vermischt hätte. Dementsprechend kommen dann nur 0,99 und so weiter und so fort raus. Also ein ganz bisschen sogar weniger. Moment, jetzt könnte man sagen, halt, dann stimmt das ja nicht mit den Dichten, richtig? Und dann habe ich gesagt, okay, aufgrund der Brownschen Molekularbewegung wird natürlich sofort das Süß- und das Salzwasser sich vermischen. Das heißt, die Salzmoleküle, beziehungsweise Salzionen, muss man dann sagen, weil es ja eine Lösung ist, die werden natürlich in Richtung der geringeren Konzentration in das Süßwasser eindringen und so werden sich beide Wassermengen vermischen. Und jetzt muss ich natürlich wieder bei 0 Grad entsprechend sagen. So, das war die eine Rechnung. Und jetzt die andere Rechnung sieht so aus. Ich habe jetzt flüssiges Wasser, aber Achtung, wenn ich vorher 4%ige Dichte hatte, habe ich jetzt nur noch 2%ige Dichte. Also muss ich unten auch eine 2%ige Schwimmflüssigkeit einsetzen. Ich tue also so, als, was heißt ich tue also so? Es ist ja auch so, als wenn die Dichte dann abnimmt. Nimmt sie ja dann auch ab, wenn alles vermischt ist. So. Aber jetzt kommt natürlich auf einmal mehr raus. Na nur 0,0296 Liter. Das sind 30 Milliliter. Also wäre das Volumen ja doch gewachsen, denkt man. Moment mal. Ich habe hier 1 zu 1 gemischt. Also 1 Kilogramm Eis, 1 Kilogramm Salzwasser. 4%iges. Und die Dichte ist in diesem Fall von 4 auf 2% Salzgehalt gefallen. Das passt aber überhaupt nicht. Da, selbst da würde erstmal der Wasserstand theoretisch sinken, aber das passt überhaupt nicht. Denn wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir rund 36 Millionen Kubikkilometer Schwimmeis auf der Arktis haben, laut meereseisportal.de vom 3.9., also von gestern, und das ins Verhältnis, diese 36 Millionen Kubik zu 1400 Millionen Kubik, Kilometer Wasser aller Ozeane setzen, das ist ein Anteil von 0,0257, dann wird Delta Rho, also die Dichte, nicht von meinetwegen 3% auf 1% oder 1,5% sinken, sondern von 3% auf 2,99997% oder sowas. Das heißt also, der Dichteunterschied ist gar nicht so groß und demzufolge passiert auch wirklich nichts. Ja, der Versuch in der Praxis, der Versuch hier in der Theorie ausgerechnet nochmal. Es ist albern, sich darüber rumzustreiten. Wo liegt der Trick nochmal? Bei Spektrum der Wissenschaft. Wo ist der Trick? Oder wo ist der Trugschluss? Sagen wir es mal so. Moment, das war Toni Karlowski. Hier. Achtung, das sieht so aus, als wenn diese 2,6% aus dieser Dichte abgeleitet wurden. Aus Gramm pro Kubikzentimeter. Das geht aber nicht. Die 2,6% Volumen, die dann anstiegen, da hat jemand einen kleinen Denkfehler gemacht. Und als dann der Versuch auch nicht so geklappt hat, hat er nochmal, ich erinnere mal, innerhalb dieses ersten Videos von vor vielleicht einer Woche, erinnere da nochmal dran und auch hier an diese Sachen. Also ich werde das alles nochmal unten entsprechend verlinken. Da hat jemand daneben gehauen. Vielleicht sogar absichtlich, weil wenn ich mir die unterschiedlichen Perspektiven der Fotos angucke und dass da eigentlich nichts passiert ist, dann ist das Beschiss. Beim besten Willen. Gut gemeint vielleicht, aber naja, gut. Lassen wir es dabei. Es sind fast 14 Minuten vergangen. Ich hoffe, ihr wart noch dabei und
Wenn jetzt einer irgendwelche Kritiken äußert, ja, aber wir haben alles schon gelesen, alles schon besprochen. Okay, ich lasse die stehen, wenn sie nicht unhöflich sind. Unhöflich in Form von so ein dummer Kopf und Querdenker und Faschist und dann solche Leute fliegen raus. Wie sagte Bodo Schiffmann, Dr. Bodo Schiffmann so schön, ich lasse auch keine Rüpel ins Haus, beziehungsweise schmeiß die wieder raus. Wer nett reinkommt, der wird nett behandelt oder bestenfalls ignoriert, schlimmstenfalls ignoriert, aber ansonsten fliegt er raus. So, das war's. Ich wünsche einen schönen Abend und ich sag trotz alledem, ja, Physik ist einfach und das kann man auch einfach erklären. Man kann auch einfache Formeln rechnen. Der Rest war Taschenrechner, billig, einfach, aber macht was, bildet euch. Bildung hilft. Bildung hilft gegen alles. Na dann, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss.